Ding. Ah, jetzt läuft sie ja. Wollte ich nicht, Sheriff. Entschuldigung. Die Dollarbande kommt und will die Bank ausrauben. Bande raubt die Bank aus und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Ach, das träumst du doch nur. Oh, die sind gleich in der Stadt. Na gut. Ich reite ihnen entgegen und sag ihnen, dass sie das nicht dürfen. Muss leider sein, Mary. Aber das ist doch gar nicht nötig. Du weißt doch mein Buch. Was erzählst du da? Du glaubst doch nicht, dass die auf ein Buch hören. Oh nein, Sheriff. Steig ab. Komm von deinem Pferd runter. Denk doch mal an mein Buch mit den Verkehrszeichen, das ich aus der großen Stadt hab. Ach, diese alte Schwarte mit den besten Tricks, um Gangster aufzuhalten. Tricks? Das sind doch Verkehrszeichen, damit können wir sie aufhalten. Verkehrs-was? Verkehrszeichen. Hey, Boss, heute ist Freitag. Da ist doch ein Haufen Geld auf der Bank. Hast du doch gesagt, oder? Ja, ganz richtig. Wenn da nicht ein Haufen Scheine sind, fresse ich meinen Hut. Ist das klar? Na, wenn du das sagst. Ja, sag ich doch. Ach, dein Buch, was das nun wieder soll. Oh, bitte, Sheriff, das ist die beste Idee. Die Bank schließt doch sowieso gleich. Ja, aber... 12:12. Ja, Sheriff, das sind 12 lange Minuten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was musst du immer deine Sachen hier rumliegen lassen? Beeilt euch, die Tücher vor und los. Kommt, Jungs, das Geld freut sich schon, dass wir es in die Finger kriegen. Und denkt dran, dass wir nicht in die Taschen kriegen, nehmen wir unter den Hut. Zwischen den Wagen durch, sag's dem Boss. Hey, Boss, zwischen den Wagen durch. Maul halten. Ist das mein Plan oder eurer? Wir gehen da zwischen den Wagen durch. Da kann uns diesmal nicht mal der dicke Sheriff sehen. Los! Was war denn da schon wieder? Entschuldigung, die habe ich ganz vergessen. Halt!
kann ja nur der Sheriff sein. Ja, ist er. Oh. Wieder mal hier, die Dollarbande. Don, Dan und Derek. Runter mit den Tüchern und zuhören. Nein, danke, heute nicht. Wir haben wirklich keine Zeit? Nein, wirklich nicht. Das dauert doch nicht lange. Nur 3 Minuten. Also, Leute. Ihr habt da eben einen dicken Fehler gemacht. Ihr seht doch diese Wagen hier Bordstein. Am Bordstein. Ja und? Die Dinger stehen doch in jeder Stadt rum. Stimmt. Haltet die Klappe! Sonst dauert das doch noch länger. Also, manchmal gibt's doch ein bisschen Platz dazwischen. Da könnte man durchgehen. Das haben wir ja auch getan, Sheriff. Ja, ja, richtig. Und warum hast du uns dann angehalten? Weil man an dieser Stelle überhaupt nicht über die Straße gehen kann. Man kann doch hier den Verkehr gar nicht überschauen. Aber lieber Sheriff, wo dürfen wir denn dann bitte rübergehen? Hank wird euch jetzt mal zeigen, wie man das richtig macht. Hank, bitte, bitte übernimm du das, ja? Ach, diese Dollarbande, die kapiert aber auch gar nichts. Also aufgepasst. Man darf nur da über die Straße gehen, wo man den Verkehr deutlich überschauen kann. Mist, haben wir nicht getan. Ihr seht aufmerksam nach links. Haben wir auch nicht getan. Klappe halten, muss ich noch nicht sagen. Und dann seht ihr nach rechts und dann noch mal nach links. Das haben wir auch. Du mehr nach Hause. Immer ruhig bleiben, Jungs. Und jetzt zeigt ihr uns, was ihr gelernt habt. Und dann dürft ihr sofort in die Bank. Los, kommt, Jungs. Woher weiß der denn, dass wir zur Bank wollen? Steht doch bloß jetzt nicht von der Bank. Hey, anhalten! Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Erstmal sehen wir nach links. Und dann sehen wir auch noch nach rechts. Und nochmal nach links. Und dann gehen. Und auch dabei nach links und rechts umsehen. Die klemmt. Die klemmt? Die Bank ist zu. Guck doch hin. Dann friss mal deinen Hut, Boss. Ich glaube, ich krieg die Tür nicht auf. Und da mein ist Freitag. Ist ja schon gut, Hank. Ich weiß doch Bescheid. Sehr schön, Sheriff. Falls du auch zur Bank willst, die hat jetzt schon zu. Links, rechts und nochmal nach links. Und jetzt gehen. Ich wusste doch, dass ich das kann.